Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Heute ist der 28. Dezember 2017, also kurz nach dem Weihnachtsfest. Ich hoffe, auch Sie hatten ein freundliches und erholsames Weihnachtsfest. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen, Michael. Ich grüße dich. Wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Du hattest auch ein angenehmes Weihnachtsfest. Es gab in der Vergangenheit viele Anfragen von Zuschauerinnen und Zuschauern, auch von dir Betreuten. In der Summe habe ich sechs Fragen aus diesen Fragenkomplexen zusammengestellt und die würde ich heute Frage für Frage gerne mit dir durchgehen. Alles in Ordnung, Werner? Bitte sehr, bitte sehr. Alles klar. Dann die erste Frage. Ist ein Kampf gegenüber Infektionen überhaupt noch nötig, wo wir ja hauptsächlich mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen haben weltweit? Eine Tja, sehr interessante Frage. das ist eine sehr interessante Frage. Zumal wir über die unzureichenden Ergebnisse unseres Kampfes weltweit, und damit meine ich den unbedachten Einsatz von Antibiotika, darüber uns schon große Sorgen machen müssen. Und die Politiker aller Welt und besonders der G8, G20 Länder haben das immer auf dem Plan, auf der Agenda und versuchen, Lösungen zu finden. Die Folgen dieses Kampfes, also den unzulänglichen Kampf zu lindern in ihren Auswirkungen. Und die Frage, die geht sozusagen dahin, ob wir es überhaupt noch nötig haben, weil wir doch alles so gut, so habe ich das verstanden. Ja, ist das richtig? Ob wir es noch nötig haben? Ob wir es noch nötig haben, richtig? Kann man auch, man kann erstmal der Meinung sein, wir haben es überhaupt nicht mehr nötig. Die Infektionserkrankungen sind zurückgedrängt. Und wenn ich mich recht entsinne, war das 2010, als erstmals auf der Welt die Menschen mehr an chronischen Erkrankungen gestorben sind, als an Infektionserkrankungen. Erstmalig in der Geschichte der Menschheit ist das. Aber es ist anders. Erstens einmal bleibt noch eine große Menge von Infektionserkrankungen und die Qualität der Infektionserkrankungen, was wir denen entgegensetzen können, was wir da zur Hand haben, unsere Waffen werden immer schwächer. Das ist auch mal diese Geschichte. Und man muss natürlich auch dabei sehen, dass der Frager vielleicht oder die Fragerin vielleicht übersehen hat, dass sehr, sehr viele chronische Erkrankungen, ich meine sogar alle, auch mit Infektionen zusammenhängen. Auch wenn das nicht die auslösende, wenn es nicht der auslösende Faktor ist, die Infektion selbst, sondern es kommt in der Folge und im Zusammenhang mit Ausbreitung auch der chronischen Erkrankung zu großen Parasitenbelastungen. Wie gesagt, auch wenn es nicht die auslösenden sind, spricht man nicht so unbedingt von Infektionserkrankungen, aber wir haben dieselben, die gleichen Erscheinungen. Wir können einmal sehen, dass wir zum Beispiel Infektionen durch Borrelien haben und darunter leiden mit Gliederschmerzen, allen möglichen Erkrankungen. Aber wir sehen auch, dass sich daraus chronische Erkrankungen ergeben, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Alzheimer. Also gibt es die Aufgabe, dass wir uns unbedingt, ich meine unbedingt damit beschäftigen. Und wenn das anderen Menschen, Wissenschaftlern oder Ärzten so geht oder an Gesundheit interessierten klinischen Strahlenphysikern, für den ich mich halte, dann stellt man einfach fest, dass es so ein enger Zusammenhang ist zwischen Parasitenbelastung und Erkrankung. Sei diese Erkrankung akut oder sei diese Erkrankung chronisch. In jedem Falle haben wir eine Chance, wenn wir uns auf die Parasiten konzentrieren und die bekämpfen, dass wir dann unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte genügend stärken, also den Feind unseres Abwehrsystems, wenn wir den Feind schwächen, dann ist unser Abwehrsystem stark genug, auch der Erkrankung fertig zu werden. Und die Erkrankung muss nicht unbedingt nur eine Infektion sein, so wie wir das vorstellen, ja, wie zum Beispiel eine Grippeinfektion, sondern diese Erkrankung kann auch eine sogenannte chronische Erkrankung sein, wie zum Beispiel Diabetes oder Arthrose oder Herzinfarkt oder Arteriosklerose. Ich denke mal auch die Frage, die mich dort erreicht hat, hinsichtlich der Gegenüberstellung Infektion, chronische Krankheiten, hat auch ein Stück mit den Medien zu tun. Auch sozusagen gerade auch bei der Ansprache der eigenen Ärzte, wenn
das, was ich halt oft höre und auch lese, dass ja Infektionen gar nicht so als die, ja, ich sag mal so, Bedrohung wahrgenommen wird, sondern ja, dass das Chronische, halt auch der Dauerschmerz, die Dauerbelastung, die relativ vielen Medikamente, die man dann auch in immer höherer Konzentration einnimmt, darum dreht sich halt oft viel. Natürlich wird auch eine Infektion, ja, bei vielen mit Grippe oder Ähnlichem gleichgesetzt. Und das geht ja, kommt und das ist dann auch schnell wieder vorbei. Und das Thema ist dann halt durch. Aber in der Wahrnehmung ist halt die Belastung im chronischen Bereich wesentlich größer. Und ich denke mal, da muss man den Fragenden auch wirklich Recht geben, ne? Und vom Ansatz her, wir unterhalten uns hier auch oft über Infektionen. Ist das dann überhaupt wichtig, ne? So, ja. In diesem Kontext. Ne? Also, ich möchte vielleicht mal zwei Dinge dabei erwähnen, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Unsere hauptsächliche Waffe zum Beispiel, medikamentös vorzugehen gegen Bakterien, die unser Leben ja bedrohen durch die Infektion. Unsere hauptsächliche Waffe, die Antibiotika, die sind sicherlich nicht die Lösung insgesamt des Problems, sondern sie schaffen mehr Probleme, weil eben Antibiotika zu Resistenzen führen und wo wir dann nichts mehr in der Hand haben, wo wir auch durch die Resistenzen dafür sorgen, dass unsere eigenen Abwehrkräfte die Bakterien nicht nur nicht bekämpfen können, sondern sie können sie auch gar nicht mehr erkennen. Das ist der eine Aspekt. Also ich denke, dass wir dort sehr, sehr viel mehr tun müssen und wir sind mit Agile Care sicherlich auf dem richtigen Wege dabei gegen die Infektionen. Aber wir müssen auch den Blick weiten und müssen sehen, dass viele, viele der sehr bedrohlichen Erkrankungen, die wir als chronische Erkrankung bezeichnen und gar nicht als Infektionen denken, dass die auch mit Parasiten belastet sind. Da möchte ich gar nicht darauf eingehen, jetzt im Moment bei dieser Frage auf Krebs, aber ich möchte mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen nennen, zum Beispiel ein Herzklappenschaden. Also eine Herzklappe geht nicht weit genug auf, oder sie schließt nicht, wenn sie schließen soll. Woran liegt das? Das ist erstmal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es damit verbunden, dass die Klappenfäden oder also Klappenteile von Bakterien belastet sind, durch Bakterien belastet sind. Also sehen wir dort auch wieder den Einsatz und können, wenn wir einfache Wege finden, diese Parasiten zu dezimieren, zu eliminieren, dann wieder dazu kommen, diese Erkrankung eben auch zu heilen, in dem Sinne, in dem sich der Mensch selbst heilt, oder dass wir sagen können, wir ersparen uns dort gefährliche, manchmal gar nicht durchführbare herzchirurgische Eingriffe, die zu großes Risiko bedeuten können für denjenigen. Also haben wir dort auch bei sogenannten chronischen Erkrankungen den Anteil von Belastungen, den Anteil von Parasiten, gegen die wir aus meiner Sicht, meine ich zumindest, ursächlich sehr gut vorgehen können. Und unser Vorgehen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir keine riesigen Gefahren, Nebenwirkungen, Folgeerkrankungen befürchten müssen. Alles klar. Du hast gerade Agile Care erwähnt. Da schließt sich die zweite Frage an, die würde ich gerne vorlesen. Welchen Vorteil hat die Körperpflege mit Agile Care gegenüber Medikamenten, zum Beispiel auch die erwähnten von dir Antibiotika? Ja, also der Vorteil ist ganz leicht zu sagen. Da fange ich mal so an. Wie funktionieren eigentlich Antibiotika? Antibiotika sollen gefährliche, schädliche Bakterien zerstören. Das ist richtig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Wenn wir zurückgehen bis zu Robert Koch, da gab es zwar noch keine Antibiotika, aber der hat die Grundlagen gesetzt dafür, dass wir Bakterien als die Ursache von Erkrankungen sehen können. Geht man also so vor, Medikamente zu entwickeln, die erkennen in unserem Körper die Bakterien anhand ihrer Zellwände und zerstören diese Bakterien. Chemisch. Jetzt sind aber Bakterien, und das vergessen viele leider, Bakterien Lebewesen, die sich anpassen an solche Veränderungen ihrer Umwelt. Und sehr, sehr intelligent arbeiten sie, ich nenne das immer Bakterienstaaten, nämlich im Zusammenhang arbeiten sie, und gehen dann gegen solche Veränderungen der Umwelt, ihrer Umgebung vor, oder anders ausgedrückt, sie passen sich dem an und lassen dann einfach, wenn solche Antibiotika eingesetzt wurden,
ihre Zellwände weg und leben dann weiter als sogenannte biologische Filme. Und dann sind sie überhaupt nicht mehr beherrschbar durch den Mechanismus von Antibiotika. Und was noch viel schlimmer ist, sie sind auch nicht beherrschbar durch unser Immunsystem. Wir erkennen sie nämlich auch nicht mehr, denn unser Immunsystem arbeitet genauso. Es erkennt schädliche Bakterien, also Infektionen, Schädlinge, Keime an den Zellwänden und schickt dann die entsprechende Polizei, Bestandteil unseres Blutes dorthin, um die zu zerstören. Aber es ist nicht mehr möglich, weil durch den Einsatz von Antibiotika die Reaktion der Bakterien dazu führt, dass sie keine Zellwände mehr haben und nicht mehr erkennbar sind. Aber das ist der eine Weg. Wir müssen also was anderes finden. Und Agile Care, und darauf geht ja die Frage, ist in der Lage, etwas anderes darzustellen, also eine Methode darzustellen, um durch Körperpflege die schädlichen Bakterien zu liquidieren, zu dezimieren, ich sag mal einfach wieder in die Balance zu bringen, so wie es bei einem gesunden Menschen ist, indem wir eben durch Frequenzen diese Bakterien dazu anregen, und das geschieht in Sekunden, ihren Stoffwechsel so zu verändern, dass sie zerplatzen. Und damit hätten wir den Weg, eine Zellumgebung geschaffen, in der dann unsere Abwehrsysteme gut genug, stark genug sind. Die zugehörige Erkrankung, ich sage das mal einfach so, weil Bakterien eine Symbiose gebildet haben zwischen der Erkrankung und ihrem Dasein, die zugehörige Erkrankung zu besiegen. Und das gilt, und das finde ich jetzt so gut, dass du das als zweite Frage genommen hast, sowohl für die sogenannten klaren Infektionserkrankungen, also zum Beispiel grippaler Infekt, aber auch für die chronischen Erkrankungen, weil die immer verbunden sind mit den Parasiten, mit Beständen der Parasiten und Agile Care kann die Balance der Parasiten wiederherstellen. Das sind nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, Würmer und Pilze, die in uns in Symbiose mit der jeweiligen Erkrankung leben. Und somit hat Agile Care die große Chance, bei sehr, sehr vielen Situationen des Befalls, des schädlichen, des krankmachenden Befalls mit Parasiten zu wirken und ohne Nebenwirkungen, Risiken, Belastungen sonstiger Art. Und deshalb kann das zum Beispiel Agile Care aus meiner Sicht unbedacht, wenn man die Gebrauchsanweisung einhält, unbedacht eingesetzt werden, was man beim Einsatz von Antibiotika meiden sollte. Und jetzt kommt noch etwas. Entschuldigung, die Antwort ist etwas länger. Ja, okay. Antibiotika haben nur einen Sinn bei akuter Infektion, bei akuter Belastung. Also ich werde von einer Zecke gebissen oder es überträgt sie eine Erkrankung auf mich, zum Beispiel ein Virus, der eine Grippe erzeugt, ein viraler Virus, dann hat nur in kurzer Zeit nach diesem Befall ein Antibiotikum eine Chance. Und wenn das aber übersehen wird, zum Beispiel dadurch, wir haben durch die Infektion überhaupt oder durch den Parasitenbefall überhaupt keine akute Reaktion klinisch, wir kriegen das gar nicht mit, dann hat der Einsatz von Antibiotika nach längerer Zeit überhaupt keinen Sinn. Das ist ja völlig wirkungslos und schafft nur das, was ich vorhin beschrieben habe, diese gefährlichen Resistenzen. Bei Agile Care ist es so, dass wir aufgrund dieser Verbindung auf elektromagnetischem Wege, mit elektromagnetischen Feldern, diese Parasiten dann in den Griff bekommen können, sei es in der kurzen Zeit nach der Infektion, aber auch über lange Zeit dahin. Und wir beobachten ja leider zum Beispiel bei vielen Infektionen eine klinische Reaktion erst nach 15, 20 Jahren. Wir sehen Reaktionen der Menschen, dass sich zum Beispiel ergibt Arthrose, dass sich ergibt Alzheimer, dass sich ergibt Multiple Sklerose aus einer Infektion, zum Beispiel durch Borrelien oder den Epstein-Barr-Virus, der vor 20 Jahren vielleicht stattgefunden hat und bis dahin überhaupt keine Klinik gezeigt hat. Somit haben wir dort also ein breites Spektrum, eine ungefährliche Körperhygiene, eine ungefährliche Körperpflege, die wir einsetzen können und die viel, viel effektiver ist, an fast allen Stellen viel, viel effektiver sein kann, als das von uns bisher eingesetzte Medikament Antibiotika. Nun hast du ja erwähnt, dass sich die Bakterien, also wenn wir dann regelmäßig Antibiotika einsetzen, dass sich die Bakterien sozusagen diesem Giftcocktail anpassen. Jetzt Agile Care sozusagen dem Agile Care, dem Gerät ist es oder den Frequenzen ist es dann egal,
Ja. ob sich sozusagen das Bakterium angepasst hat, also sich verändert hat. Es ist immer noch ein Bakterium, sieht anders aus, du nanntest das also ohne Zellwände, Film oder Filmchen, ne? Aber Angelkehr macht da dann keinen Unterschied, sondern bringt auch diese, sage ich mal, mutiert ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber sich veränderten Bakterien sozusagen dazu, den Stoffwechsel dermaßen hochzufahren, dass sie sich selber zerstören. Das Also, ist ja kein Problem, ja. ja, also so ganz so kann man es nicht bezeichnen. Und ich verwende auch den Begriff Mutation, dass es gar kein Problem ist und dass wir dann immer mit unseren Frequenzen wieder die Parasiten genauso wie vorher, auch wenn es vor der Veränderung der Parasiten treffen und zerstören, eliminieren können. Das ist leider nicht der Fall, aber wir haben die Lösung. Und zwar ist es so, dass durch die Mutation andere Frequenzmuster benötigt werden. Wenn also durch irgendwelche Dinge die Parasiten mutieren, dann kann man nicht mit denselben Frequenzmustern vorgehen. Aber die vielen Einsätze, die vielen Erfahrungen, die wissenschaftlichen Ergebnisse, die Forscherergebnisse zeigen uns eben Wege, wie wir die Frequenzmuster verändern können, um auch die mutierten Parasiten dann zu eliminieren, zu dezimieren oder in Balance zu bringen. Das ist der Riesenvorteil. Während ja beim Einsatz von Antibiotika, was sich auf Bakterien bezieht, wir dort systematisch eigentlich nicht mehr weiter können. Es wird ja oft geglaubt, das Antibiotikum hat nicht geholfen, also nehmen wir das nächste und das nächste, das nächste und machen vielleicht ganz speziell für diesen Fall, für diese Infektion, für diesen Patienten ein Antibiotikum. Wir setzen große Aufwendungen ein, um dem Patienten zu helfen, indem wir ein neues Antibiotikum sozusagen entwickeln. Aber vom System her ist es meistens so, dass es nicht hilft, weil eben diese Zellwandgeschichte passiert und Antibiotikum überhaupt dann, sagen wir, nicht mehr wirkt. Die Resistenz ist sozusagen systematisch. Die nächste Frage, auf die möchte ich gerne eingehen, das schließt sich an deinen Erklärungen aus meiner Sicht sehr gut an. Wie funktioniert es, wenn Agelkehr bei Menschen mit Nervenerkrankungen eingesetzt wird? Ne? Ja. Ich hab diese Frage sozusagen aus Aussagen so ein Stück zusammengesetzt, beziehungsweise ja anderen Anfragen. Ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ich möchte es ganz kurz erklären. Nervenerkrankungen sind halt ja Nervenerkrankungen. Was hat das jetzt mit Bakterien, mit Infektionen zu tun? Wo kann denn da jetzt irgendwo Agelkehr eingreifen? Also sozusagen dieser Zusammenhang, der ist nicht klar. Da würde ich gerne darum bitten, dass du darauf eingehst, wie halt Agelkehr auch bei Nervenerkrankungen sehr gute Wirkungen erzielen kann. Also ich muss zugeben, dass ich ganz großes Verständnis für diese Frage habe. Mir ging es vor ungefähr 25 Jahren ganz genauso, dass ich einfach nicht sehr schnell begriffen habe gegen Infektionen, gegen Bakterien, schicken wir die Frequenzen los, gegen Viren, gegen Würmer, gegen Pilze und dann zerstören wir die oder wir eliminieren die letztendlich. Aber wie soll das funktionieren, zum Beispiel bei Erkrankungen des Nervensystems, des ZNS? Wie soll das dort funktionieren? Wie soll das funktionieren, zum Beispiel auch mal ein bisschen weg wieder von den Nerven, wenn jemand Diabetes hat, wie soll das funktionieren, wenn jemand Atherosklerose hat? Und da habe ich überhaupt erstmal nur Fragen gehabt. Und diese Frage, die geht auch dahin. Und die Antwort habe ich aber dann relativ schnell in Diskussionen und durch das Studium von Literatur gefunden. Wir können die Antwort nur geben, und das bezieht sich überhaupt auf meine Betrachtungsweise und die Maßnahmen, die ich selbst ergreife, um Leben ohne Krankheit zu erzielen, diese Antwort können wir nur finden, wenn wir uns wegbegeben von dieser Abtrennung der Organe, wegbegeben von Regionen im Körper, sondern wenn wir etwas tiefer hineinsteigen und alles auf Zellebene betrachten. Wenn wir uns auf Zellebene das ansehen, dann haben ja alle unsere Bestandteile, wir bestehen ja aus Zellen. Die haben unterschiedliche Funktionen, Knochenzellen haben unterschiedliche Funktionen, als zum Beispiel Augenzellen, Blutzellen haben wieder andere Funktionen und so weiter. Wenn wir dorthin sehen, dann können wir natürlich erkennen, dass alle Erkrankungen, alle damit zusammenhängen, dass wir letzten Endes
Das muss nicht die Ursache sein, aber wenn wir den Status einer Erkrankung sehen, dass es dort eine Symbiose gibt zwischen Parasiten und der Erkrankung. Das heißt, in dem Umfeld der Zellen, die befallen sind, in dem Umfeld haben wir dort eine gute Lebensweise für aus der Balance geratene Parasiten. Und das passiert auch bei Nervenzellen. Und somit bin ich auch in der Lage, zum Beispiel, wenn ich diese Parasiten ganz selektiv durch Aglycare eben bekämpfe, Nervenerkrankungen wie zum Beispiel eine neurologische Erkrankung, die ständig Schmerzen zum Beispiel in den Beinen erzeugt, oder Nervenerkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose, dass ich dort meinem Körper helfen kann, indem ich die dort ansässigen Parasiten durch meine Körperpflege dezimiere und in Balance bringe und dass dann der Körper eine Chance bekommt, mit der Erkrankung fertig zu werden. Also die Antwort lautet, auch bei Nervenerkrankungen haben wir eine Symbiose zwischen Parasiten und der Zellumgebung und die Symbiose führt zu der Erkrankung beziehungsweise erhält die Erkrankung oder verstärkt die Erkrankung und wir haben eine Chance, wenn wir diese Parasiten bekämpfen, dass wir eine bessere Voraussetzung treffen, damit der Mensch mit seinen Abwehrkräften auch Nervenerkrankungen besser in den Griff bekommt. Das gilt sowohl für Kopfschmerzen, als auch, wie ich schon sagte, für diese schwere Erkrankung Multiple Sklerose. Das soll auch für Alzheimer gelten und das gilt auch für viele, viele Neuropathien, die eben einfach sonst nicht in den Griff zu bekommen sind. Und die Denkweise, sich eben auf Zellebene zu begeben, für die Zellversorgung, für die Zellmilieu und den Zusammenhang zwischen Zellmilieu und Parasiten, die hilft uns dort weiter, mit Aglycare vorzugehen, eben auch gegen nervenbelastete Zellen durch Parasiten, mit der Körperpflege Aglycare, um dann die guten Voraussetzungen zu treffen, dort durch eigene Kräfte des betroffenen Menschen, durch eigene Kräfte dann zur Heilung zu kommen. Gut, soweit verstanden. Die wenigsten werden dann, sage ich mal, auf die Zellebene schauen. Davon gehe ich einfach mal aus. Da wir sind ja da alle keine Profis. Du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit diesem Thema und hast logischerweise diese Erkenntnisse und hast dir auch dieses Gerät Aglycare entwickelt und stellst sozusagen dort Tausende an Frequenzen zusammen, ne? Und gehst ja sozusagen auch dem Bedürftigen mit Hilfestellung, Ratschlägen und Empfehlungen zur Seite. Das steht außer Frage. Aber dieser Zusammenhang Nervenerkrankung, ja, und Zelle war mir soweit auch nicht klar. Ich denke mal, ich habe diese Frage auch richtig zusammengesetzt und hoffe, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch so verstanden haben. Sollten dort noch Unklarheiten bestehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach durchrufen beziehungsweise wie gewohnt eine Mail schicken. Das ist gar kein Problem. Lass mich bitte noch eine Ergänzung machen. Dazu ist mir gerade eben eingefallen, weil ich auch dir folgend anerkennen muss, dass nicht jeder bis auf Zellebene einsteigen will mit seinem Denken. Dann sollten wir akzeptieren, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Erkrankung und Frequenzmustern. Wissenschaftler haben schon vor vielen Jahren erkannt, dass jede Erkrankung eine sogenannte Signatur hat. Und die Signatur ist einfach ein Frequenzmuster. Und über die Signatur können wir sozusagen arbeiten. Und Hintergrund ist natürlich dann, die auf Zellebene stattfindenden Prozesse zwischen Zellen, Umgebung und Parasiten. Aber wenn wir uns vorstellen können, dass es bei jeder Erkrankung eine Signatur gibt, also ein komplexes Gemisch von Frequenzen, von Abläufen, von Sequenzen, von Frequenzen elektromagnetischer Energie, dann kommen wir der Sache näher und können uns auch vorstellen, dass wir eigentlich nur noch ein Problem haben, nämlich die richtige Signatur herauszufinden und mit der zu arbeiten. Und dazu ist Aglycare gut geeignet, weil es weltweit, sagen wir, das größte Spektrum an Frequenzmustern, an Sequenzen bietet. Gut, deine Erklärungen sind jetzt erstmal für mich logisch, sind aber sehr technisch, Frequenzmuster, Frequenzen und das Einstellen. Und daran schließt dann auch die nächste Frage an.
Wie ist denn weltweit diese größte Frequenzmustersammlung entstanden? Und wie ist denn diese für Laien zu nutzen? Ja, also zunächst einmal, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe und diese wunderbaren Erfolge gesehen habe, beginnend vor über 25 Jahren, ist bei mir der Wunsch gewachsen und der ist einfach nicht mehr, den musste man erfüllen, mein Wunsch, nämlich möglichst vielen Menschen das zur Verfügung zu stellen. Und da wir Individuen sind, die ganz unterschiedliche Bedingungen mit sich bringen, also auch im Zusammenhang mit Körperpflege und Erkrankungen, muss das natürlich ein vielfältiger Fächer sein, um diese Signaturen einsetzen zu können. Also was wir brauchen, einfach gesagt, so wie du schon sagtest, wir brauchen sozusagen eine riesengroße Sammlung von Frequenzmustern. Das ist mir gelungen, durch finanzielle Mittel, durch Erfahrung, durch Forschung, durch Kooperation mit anderen Zentren, diese zu sammeln. Und jetzt haben wir das große Glück, dass wir eigentlich sagen können, mit diesem gut bezahlbaren Gerät, Agile Care, können wir eine effektive Körperpflege durchführen, weil wir dort garantiert diese Sequenzen finden. Aber das Suchen ist so schwierig. Woher soll derjenige wissen, der das einsetzt, welcher Parasit die Belastung darstellt? Bei den vielen, welches ist der effektive, welches der richtige? Und da geht es eben so, dass ich eine Sammlung ins Internet gelegt habe, wo man dort mit bestimmten Suchworten das suchen kann. Die entsprechenden Frequenzmuster haben dann eine numerische Darstellung, ich nenne das Quellenindex. Und nach diesem Quellenindex sucht man dann wieder an seinem Computer, an dem Agile Care angeschlossen ist und kann dann das Richtige starten. Ich gebe zu, dass der Prozess etwas mühevoll ist, ganz besonders zu Beginn. Und deshalb stehe ich zur Unterstützung mit meinen Erfahrungen und auch andere Anwender stehen unterstützend zur Verfügung. Deshalb bilden auch alle Anwender weltweit, die bilden so eine sogenannte Community und treffen sich im Internet regelmäßig, um dort das auszutauschen und neue Erfahrungen einzubringen und Prioritäten zu setzen, bei welchen Erkrankungen, bei welcher Parasitenbelastung, bei welchem Unwohlsein ich eben welche Gruppen bzw. Signaturen nicht einsetze. Das ist sozusagen ein Prozess des Kennenlernens, der Erfahrung und diejenigen, die sehr, sehr häufig für sich selbst Agile Care einsetzen oder für Patienten, die haben mich da schon überholt mit meinen Erfahrungen und speisen diese Erfahrung auch ein in die Community und so kommen wir alle auf einen besseren Level. Aber letztendlich bleibt das Ganze immer natürlich zu Beginn ein Testen, welches ist die richtige Auswahl, welches ist effektiv, welches ist verheißungsvoll für einen Erfolg des Einsatzes von Agile Care. Und da steht natürlich meine Erfahrung, ich hoffe hilfreich, jederzeit zur Verfügung, das Richtige auszusuchen. Das heißt also, die Agile Care Besitzer haben die Möglichkeit, über bestimmte Suchroutinen sich diese entsprechenden Frequenzmuster rauszusuchen und dann, wie du es nennst, zu testen. Da tut sich bei mir so eine Frage auf, die habe ich auch am Telefon von Zeit zu Zeit gehört. Ja, was passiert jetzt, wenn ich das falsche Frequenzmuster einsetze? Mache ich da irgendwas kaputt oder schädige ich mich? Mache ich dann sozusagen Parasiten oder Bakterien, vernichte ich die ich eigentlich brauchen könnte? Also das sogenannte Gefahrenpotenzial, Werner, vielleicht danach zu ein paar Worte. Also ich habe ja gesagt, wie bei allen Methoden, über die ich in meinem Informationsdienst spreche und mit denen ich mich beschäftige, bei allen Methoden gilt möglichst keine Risiken, keine Gefahren, keine Folgeerkrankungen. Und das gilt erfreulicherweise auch für Agile Care. Und es gilt sogar dann, wenn ich dort vielleicht nicht das richtige Frequenzmuster treffe, das nicht das richtige auswähle. Das kann ich begründen, wie das passiert. Also wenn ich mich an die Gebrauchsanweisung halte, die einfach einzuhalten ist beim Agile Care, dann kann dort nichts passieren. Man kann es gut erklären, wir haben ja bestimmte Frequenzmuster, bei denen, und ich spreche jetzt mal wieder nur über das Beispiel der Bakterien, das kann man auf Viren, Würmer und Pilze übertragen, haben wir sozusagen ein Frequenzmuster, bei dem sind die Bakterien angeregt und überfressen sich innerhalb, also Stoffwechsel wird dermaßen stark angeregt, dass sie in kurzer Zeit zerplatzen und dann in eine Balance kommen, die beim gesunden Menschen eben dort Sicherheit bringt, dass man mit seinen Abwehrkräften die Krankheit
ganz, ganz sicher beantworten kann. Wenn ich jetzt aber ein falsches Signal oder falsche Signaturen aussende, dann finden sich ja nicht diese in falschen, sagen wir so, diese falschen Zustände, und dort gibt es keine Resonanzen, dort gibt es kein Überfressen, weil die sind ja nicht vorhanden. Es ist ungefähr so wie ein Opernsänger, wenn der in meinem Wohnzimmer einen Ton singen würde, sehr laut, und ich mache den Schrank auf oder im Regal würden Gläser stehen, dann würden sozusagen auserwählt ein bestimmtes Glas oder eine bestimmte Sorte von Gläsern würde bei diesem Ton in Resonanz gehen, würde zerspringen und die anderen würde es nicht berühren. Und jetzt haben wir diese Gläser, Anführungsstrichen, also diese Parasiten, Form nicht da, weil wir den falschen Ton oder den nicht zutreffenden Ton singen, wenn ich mal das Bild weiterführen darf. Und damit kommt es auch zu keinen Schäden dabei. Eine wunderbare Situation. Und ich muss sagen, weltweit wird ja Agile Care oder auch andere frequenzbasierende Methoden dann eingesetzt. Und ich habe das noch nie gehört, dass dort sozusagen irgendwelche Toxikationen oder Schäden eingetreten sind durch falsche Muster. Wenn man sich an die Gebrauchsanweisung hält, ist dort keine Gefahr zu erwarten. Und das ist wiederum ein weiterer Vorteil von Agile Care, dass ich eben auch testen kann und aus Versehen oder Unkenntnis oder aus Probieren heraus nicht die richtigen Frequenzmuster einsetze. Schäden sind dann nicht zu erwarten. Das ist eine sehr schöne Aussage. Das passt. Ist auch gut überleitend zu unserer nächsten Frage. Und zwar, wie können die Anwender von Agile Care sich besser qualifizieren? Ne, du hast das schon ein bisschen beschrieben, ne, auch mit der Frequenzauswahl. Man hat sich, so wird mir oft berichtet, für das Gerät entschieden. Da gab es halt Krankheiten, bestimmte Muster. Da hat man sich mit dir in Verbindung gesetzt und so weiter, hat sich das auch kurz erklären lassen. Aber ich habe ja dann das Gerät dauerhaft auch da und bestimmte Handlungsabläufe sind ja nicht mehr, sage ich mal, gegenwärtig oder wie auch immer ich das Ganze betrachte. Ja, die Qualifikation. Gibt es dort entsprechende Angebote von deiner Seite? Ja, ich muss erst mal sagen, dass sowohl Laien, also medizinische Laien, als auch medizinische Profis, und damit meine ich Ärzte und Heilpraktiker, Physiotherapeuten, dass die Agile Care einsetzen. Und natürlich müssen die alle qualifiziert sein, das richtig einzusetzen, beziehungsweise, um es anders auszudrücken, eine Qualifikation hilft, den Erfolg zu sichern. Und dazu gibt es zunächst erst einmal von mir Unterlagen, die man lesen kann, damit man die Gesamtzusammenhänge erkennt. Dann gibt es von mir natürlich die Gebrauchsanweisung, dass man qualifiziert, das Gerät ohne Gefahren zu nutzen. Dann, das ist also schnell alles genutzt, was ich jetzt eben gesagt habe, und bringt auch jemanden schnell voran. Und auf der anderen Seite gibt es die engmaschige Beratung durch mich, wenn jemand eben ganz besonders in den ersten Tagen, ersten Wochen Fragen hat oder das Bedürfnis hat, sein Vorgehen noch einmal abzusichern durch einen sogenannten Experten, dass die mich dann einbeziehen. Aber, so wie ich es vorhin sagte, der wertvollste ist wahrscheinlich der Workshop, in dem sozusagen Fragen beantwortet werden, wo man Erfahrungsaustausch hat und, was noch viel besser ist, wo nicht nur die Menschen sich qualifizieren, sondern wenn ich die Fragen aufnehme und Anregungen aufnehme, bin ich auch als Entwickler des Gerätes in der Lage und als Softwareentwickler dort Verbesserungen vorzunehmen, dass es dann einfacher wird, zum Beispiel bestimmte Dinge schneller zu finden beziehungsweise effektiver einzusetzen. Also es ist ein Sammelsurium und Qualifikation, Wissenserwerb ist niemals zu Ende im Leben. Und ich sage immer, das Wissen ist das Wichtigste, um Leben ohne Krankheit zu erreichen oder zu erhalten. Und das gilt natürlich auch im Umgang mit Agile Care. Dankeschön. Also die Empfehlung, an deiner Community teilzunehmen, die Workshops zu besuchen. Ich denke mal, da werden sich viele, viele Fragen von selber so beantworten. Und man ist dort sozusagen dann in einem größeren Kreis von Anwendern gut aufgehoben. In diese Richtung sollte sich das Ganze entwickeln. Lass mich Danke, Werner.
Lass mich bitte noch was Technisches ergänzen dazu. Ja, na klar. Die Workshops, die finden also wöchentlich statt. Wenn nicht gerade der erste Weihnachtsfeiertag ist oder Neujahr, dann finden die wöchentlich 20 Uhr statt im Internet. Und das Gute ist, dass auch für die Menschen, die 20 Uhr montags eben keine Zeit haben, dass sie trotzdem an dem Workshop teilnehmen können, weil sie nämlich sich die Aufzeichnung ansehen können. Voraussetzung ist, dass sie sich registrieren übers Internet. Und selbst in diesen Aufzeichnungen kann man noch Fragen stellen, die ich dann beantworte. Also ich denke, eine sehr, sehr gute, komfortable Situation, auch für Menschen, deren Zeit vom Montagabend eben das nicht hergibt, direkt am Live teilzunehmen. Das wollte ich unbedingt nochmal sagen, dass es sich lohnt, für Anwender lohnt, sich zu registrieren, weil er nämlich dann benachrichtigt wird durch die Aufzeichnung, in der man eben auch noch Fragen stellen kann. Also montags 20 Uhr die wöchentlichen Workshops. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von meiner Seite nochmal die Empfehlung, sich dort zu registrieren, und Sie sind dann auf dem Laufenden und sind gut aufgehoben in der Community. Werner, vielen Dank bis hierher für die Beantwortung der Fragen. Ich würde das gerne auch fortführen, regelmäßig, weil mich erreichen viele, viele Fragen, die ich dann wie heute gewohnt zusammensetze und hoffe dann halt auch viele Fragespektren abzudecken. Das ist sozusagen etwas, was unsere Anwender, die Zuschauerinnen und Zuschauer bewegt. Danke für die Zeit, danke für deine Antworten, und ich wünsche uns gemeinsam eine angenehme Zeit und gute Anwendungen. Bis dahin, Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ich möchte noch die Zeit nutzen und alle grüßen, allen Zuschauerinnen, die besten Wünsche zu übertragen für das neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Hoffen wir auf ein friedliches Jahr. Wiederschauen.